Fragt, wenn ihr was fragen wollt, sagt, wenn ihr was sagen wollt und grüßt. Grüßen finde ich echt super. Anfangssequenz. Anfangssequenz. Ich habe wieder einen neuen Standort, also hier auf der Wiese, mir ein bisschen ausgesucht, um nicht immer alles platt zu trampeln oder amtlich nach und nach die ganze Wiese platt zu trampeln. Nee, also dass ich nicht so viel belaste. Ist auch nicht so toll, wenn das alles so trocken ist, dann geht das alles sehr schnell doch kaputt. Schütteln auf der Stelle, ne? Fußsohlen kleben, gleichmäßiges Gewicht unter den Fußsohlen, also Kontakt mit der Erde, mit den Fußsohlen fühlen und aufrechterhalten, den Impuls zum Schütteln aus den Unterschenkeln kommen lassen, alles andere lasst geschüttelt sein, um festzustellen, also bin ich jetzt locker, ist irgendwo was verspannt, kann ich irgendwo was nicht spüren, habe ich vielleicht Schmerzen, muss ich jetzt aufhören? Hm? Das ist die Richtung. Achtet auf eure Körperempfindung. Luftzug, Wind, frische Luft, alles draußen. Also gibt es ungeheuer viel schon festzustellen. Also wenn ihr das Dollar braucht, macht es Dollar. Wirklich, wirklich. Und es ist völlig normal am Anfang, dass man zum einen manche Stellen nicht fühlt. Ist so. Am Anfang denkt man, ich fühle da nichts, weil da nichts zu fühlen ist. Das ist auch normal, mit der Zeit fühlt ihr aber da was und wenn alles in Ordnung ist, dann gibt es da nicht viel zu fühlen. So rum ist richtig. Ne? Am Anfang fühlt ihr nichts, weil ihr nichts fühlen könnt. Auch wenn das euer eigener Körper ist, den ihr schon kennt, seitdem ihr so klein wart. Ist so. Es sei denn, ihr macht schon irgendwie Yoga, Feldenkreis oder vielleicht Qigong eine längere Zeit, dann baut sich das langsam, also man lernt es dann langsam. Wenn ihr diesen Weg überhaupt verfolgt, dann kann das auch mehr oberflächlich machen. Ich nicht. Mir geht es darum, Körperwahrnehmung und Entspannung. Und Entspannung kann man den ganzen Tag feststellen, bin ich freundlich, aufmerksam und gelassen. Mit mir, mit dir, mit uns allen, mit allem. Ja. Ist nur eins dieser Themen nicht im Lot, tendiert eben zum Gegenteil. Und wisst ihr, kommt in Stress. Für mich gibt es keinen Eustress. Es ist eher so ein Stress wie kurz aufleben vor dem Tod und dann bricht alles zusammen. Also diesen Eustress gibt es. Oh, ich habe in 2 Tagen habe ich Prüfung, ich müsste mal was üben. Im Studium erlebt, alle Mitstudenten haben das so gemacht. Und ich hatte, also die fingen wirklich den Stress an, nachdem ich gerade meine Sachen zur Seite gelegt habe. Nachdem ich das Üben eingestellt hatte, fingen die dann an zu üben. Also ein bisschen Weisheit ist auch gut. Muss man alles üben, gibt kein Ende. Aber das reicht mir. Ich weiß, mein Knie braucht ein bisschen mehr Obacht heute, Schultern sind locker, ein bisschen nach vorne die Tendenz, das ist bei mir aber normal. Also Gewicht, ne, Körpergewicht. Und dann gehen wir schon zum Qi-Wecken über.
Basis. Wenn ihr eine eigene Meditationspraxis habt, ist die Kommunikation, also das Vermitteln, viel einfacher. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, lasst den Rücken von selber zum Himmel gestreckt sein, dann klingt das ohne Meditationspraxis so softy, esoterikartig. Wenn ihr aber schon länger mit Meditationspraxis und Körpergeist seid, dann wisst ihr, dass das lässt sich nicht anders erklären, also nicht anders beschreiben. Vielleicht, also ich weiß es dann noch nicht. Weil es ist jetzt ohne Anstrengung frei atmen, zum Himmel gestreckt sein lassen und ohne Anstrengung ein bisschen mehr sitzen, flexibel, elastisch, stabil. Das hatte ich in dem Kybernetik-Qigong erzählt. Offene Systeme. Komplexe, offene Systeme. Also es ist ein ständiges Steigen und Sinken dabei. Der ganze Körper ist beteiligt. Und unisono mit dem Einatmen die Arme von selber nach oben kommen lassen und den Rücken gestreckt. Und beim Ausatmen ein bisschen mehr in die Hocke und nach unten. Und Jakobsen Advanced, ausatmen und entspannen, verwurzelt, elastisch. Und einatmen, entspannen, nach oben, elastisch. Also immer in Richtung Entspannung. Keine Anstrengung macht, dann benutzt den Flaschenatem, Bauchatmung, Brustkasten, oberer Brustkasten, aus, oben, Mitte, Bauch, ausatmen. Ansonsten ist nur die Intention da, wir machen ja vielleicht sogar noch einen Atem-Mini-Session. Ich stelle mich trotzdem noch mal ein bisschen zur Seite. Vielleicht könnt ihr was abgucken. Jeder Atemzyklus ist neu. Der ganze Körper ist in Bewegung. Der ganze Körper wird nach und nach mehr und mehr entspannt. Jeder Atemzyklus ist neu.
natürlich der Geist ist auch da. Lasst auch den zur Ruhe kommen. Körper und Geist kennenlernen. Und jetzt ist schon die Zeit, in der ihr euch entscheiden könnt, wollt ihr weiter das Qi wecken machen oder gleich nach zwei Atemzyklen, wie ich, den Baum umarmen oder stehen wie ein Baum, aber auch in Bewegung. Also es ist die ganze Zeit dann weiterhin ein Suchen nach der noch fauleren Standvariante. Also auch wieder einatmen, nach oben gestreckt, nach unten ein bisschen mehr verwurzeln, ein bisschen mehr sitzen und währenddessen immer entspannen. Also das ist nicht fix, ständig in Bewegung. Und zwar nicht zu bewegen einfach, sondern um sich das noch einfacher zu machen, noch mehr Muskeln zu lösen, die wir jetzt, die ich jetzt nicht brauche, die ihr jetzt nicht braucht, um ungefähr in so einer Position zu bleiben. Und ihr braucht dann schon keinen Lehrer mehr, wenn ihr merkt, der Körper ist ganz in Ordnung, so gut es jetzt geht heute. Der Geist ist einigermaßen zufrieden und ruhig. Dann gibt es so ein pfannkuchenartiges Lächeln und so ein inneres Gefühl des subtilen, sanften Glücklichsein. Das ist etwas, was wir kultivieren. Erstens ist das sofortige Belohnung, auch für den Affengeist. Der mag dann nächstes Mal schneller ruhig werden, weil er das auch toll findet. Und auf lange Sicht führt das zu entkrampften Verhaltens- und Denkmustern und entkrampften Körperbewegungsmustern zu mehr, kann man so sagen, bedingungsloser Liebe, klingt ein bisschen groß, aber die Richtung stimmt, und irgendwann sogar zu mehr Weisheit. Das steckt alles in diesem inneren Lächeln. Zwei, drei Minuten rumstehen, entspannen auf dem Weg zum Lächeln. Wenn das mit den Armen zu herausfordernd für euch ist, weil ihr neu damit seid, lasst sie ruhig sinken und nehmt von mir aus wieder das Qi-Wecken auf. Also wir Fortschritt wird hier in Jahren und Jahrzehnten gemessen. Und der Fortschritt vergleicht sich nicht mit irgendwem und auch nicht zu stark mit dir selber. Also Intention setzen und dann den Weg gehen. Spaß daran haben, das ist wichtig. Also Spaß, diese subtile Freude. Nicht dieses aufgeregte, laute Lachen.
noch drei sehr, sehr langsame Atemzyklen. Einen Blick in den Chat.